Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es natürlich mal wieder um den aktuellen Live Summit, so wie jeden Mittwoch. Und ich wollte mich nochmal für die 500 Follower auf Twitch bedanken. Mein Ziel ist erreicht. Das nächste Ziel sind die 1000 Follower auf Twitch. Und ich glaube, die kriegen wir auch noch voll. Und die 4000 Abonnenten hier auf YouTube natürlich. Wäre ein Traum von mir, die noch dieses Jahr voll zu kriegen. Also, wenn du mich auch unterstützen willst, dann lass mir doch einfach ein kostenloses Abo da. Aktiviere die Glocke. Dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und kannst auch mal live dabei sein, wenn wir live sind auf Twitch. Aber jetzt geht es hier erstmal um den aktuellen Live Summit. Ich habe hier den Rang 651 mit 1.288.011 Punkten. Dafür habe ich natürlich die Platin-Belohnung und die sammeln wir jetzt auch direkt mal ein. Direkt mal hier reingehen in den Live-Summit und starten direkt die erste Disziplin, und zwar die Aerobatik. Und dafür nehme ich mir natürlich die Harman Rocket HR3 in der Air Race Edition. Denn in diesen Disziplinen, wo ihr nur durch diese Tore fliegen müsst, könnt ihr auch einen Air Race nehmen. Und das nehme ich an dieser Stelle auch. Und dann nehme ich halt, wie gesagt, die Harman Rocket HR3. Eingebaut habe ich natürlich den Punktebrecher mit Perfektionist und Test erprobt. Profi-Settings habe ich nicht verstellt, außer dass ich den Bodeneffekt eine nach unten gemacht habe. Ja, und ich weiß immer noch nicht warum. Irgendwann habe ich das mal gemacht und ja, keine Ahnung. So, und dann geht's auch schon los. So, ein bisschen mit dem Nitro nachhelfen, dann braucht man nicht so viel Anlauf. Weil klar, kann man trotzdem machen mit Anlauf, aber jetzt fürs Video reicht mir das erstmal so. So, und immer schön mittig da durchfliegen, damit ihr die Perfektpunkte auch bekommt. Und muss natürlich grün sein, ist ja klar. So, jetzt hier durch. Und das hat auch geklappt. So, das hat auch geklappt. Aber manchmal ganz schön knapp, ey. Das war auch okay. Und ab ins Ziel. So, knapp 32.000 Punkte. Ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, guck. Knapp 32.000 Punkte, aber über 150.000 Punkte im Endergebnis. Sogar fast 152.000. Das ist echt okay. Und dann geht es auch direkt schon weiter mit der Flucht. Und für die Flucht nehme ich den Lavoteur Noah mit dem Nitromicha, Extra Portion und Pur. Und das sind meine Einstellungen. So, gleich zum Start fahre ich nicht geradeaus, sondern ich fahre hier links rüber, springe einmal rüber und dann fahre ich hier lang. Und da hinten kommt nämlich eine große Wiese und da wollen wir hin. So, der Wagen sollte sich nicht umdrehen. Das wäre uncool. Aber irgendwie bin ich doch noch am Fahren. Oh Wunder, oh Wunder. So, hier quer durch. Hier haben wir noch so einen kleinen Hügel. Den nutzen wir auf jeden Fall für Geschwindigkeit. Und hier kann man dann einmal schön quer durchfahren. Schön geradeaus. Ohne großartige Hindernisse. Und dann sind wir jetzt hier auf der Straße. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier gut flüchten können. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Man kann hier auf jeden Fall bis zu 7000 Meter schaffen. Bei mir sind es jetzt 4353 Meter. Ich habe es jetzt 5-6 Mal versucht. Ich lasse das jetzt einfach so für die Aufnahme und gehe dann weiter zum nächsten, und zwar zum Tiefflug. Und dann nehme ich wieder die Harman Rocket HR3 mit den gleichen Einstellungen. Deswegen brauche ich die nicht nochmal zu zeigen. Wenn ihr die Einstellung nochmal sehen wollt, dann spult zurück auf Aerobatics. Aber ich habe nichts verändert, deswegen geht es jetzt direkt los. So, gleich zum Start fliege ich hier runter und fliege hier den Weg lang.
Ich drehe mich natürlich um, damit der Multiplikator höher ist. Müsst ihr nicht, aber wäre natürlich sinnvoller. Weil so bekommt ihr natürlich mehr Punkte. Eingebaut ist natürlich wieder der Punktebrecher, ist ja klar. So, hier sind die Berge. Es gibt da noch so einen Respawn-Trick, aber den habe ich jetzt nicht angewendet. 32.000 Punkte. Ich denke, das sollte erstmal okay sein. Wie gesagt, es gibt da noch so einen Trick mit einem Respawn. Ich habe jetzt hier 156.000 Punkte. Und ja, das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Wie gesagt, es gibt da noch so einen Respawn-Trick. Aber ich weiß gerade nicht mehr auswendig, an welcher Stelle der war. Und dann geht es jetzt auch direkt weiter zum Rallycross. Und dafür nehme ich den Mitsubishi Lancer WRC 05 mit dem Nitromischer Extra Portion und Pur. Und das sind meine Einstellungen. Und dann geht es auch direkt schon los mit dem Rennen. Und hier gibt es nicht so viel zu beachten, außer seid schnell. Kommt da so schnell durch wie möglich. Und ja, ansonsten eine ganz normale Rennstrecke, würde ich sagen. Man kann ja natürlich ein bisschen die Kurven schneiden. So, hier ordentlich rum. Die Kurve ist nicht so scharf, wie sie aussieht. Ist nicht schlimm, dass ich da ein bisschen gegengeknallt bin. Ihr wisst das ja, also die, die schon länger zuschauen, die wissen ja, dass ich für die Videos nicht so reinschwitze. Das mache ich dann, wenn ich live bin. Meistens samstags auf Twitch. Ihr wisst ja, jeden Samstag 14 Uhr auf Twitch. Wobei diesen Samstag, könnte sein, dass ich da ein bisschen früher live bin. Weil ich nicht so lange nach hinten raus streamen kann. Also ich habe nicht Zeit bis abends um 19 Uhr. Ich habe Samstag leider ein bisschen was anderes zu tun. Deswegen kann ich da nicht bis abends live sein. Oh, 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 oh. Aufpassen hier. So, hier wieder ein bisschen rüberschneiden. So, die Kurve habe ich vorhin nicht ganz so cool genommen. So, jetzt war besser. Jetzt war es auf jeden Fall besser. So, oh, das sah doch gar nicht mal so schlecht aus. So, und jetzt können wir hier schön reindrücken. Und jetzt gib ihn. Komplett durchdrücken hier und ab ins Ziel. So, da bin ich mal gespannt bei 1 Minute 51, was wir da an Punkte bekommen. 128.000 Punkte. Sehr schön, das gefällt mir. So, weiter geht's mit dem Rally Raid und keine Einschränkungen. Und dafür nehme ich direkt mal den neuen VW Beetle in der Hoodlum Racing Crew Edition, den ich gewonnen habe gerade. Und da nehme ich natürlich den Nitromischer mit extra Portion und Pur. Und zum Testen habe ich jetzt die Einstellungen erstmal so vorgenommen. Das ist jetzt wirklich ausdrücklich nur ein Test mit dem Wagen. So, und dann geht das Rennen auch schon los und das Rennen fahre ich hier komplett blind. So. Ey, Vorgabe, bleibst du wohl hier? Oh, hier können wir uns aussuchen, wo wir lang fahren. Ich fahre hier lang. ja, okay. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Hier können wir uns auch aussuchen. Okay, dann fahre ich auch mal hier lang. Okay. Ah, okay, schön breit hier die Strecke. Ah, da konnte ich auf der Karte schon sehen, dass es ein bisschen links geht. Oh, oh. Aber liegt aber bis jetzt gut, der Wagen. Aber bis jetzt kann ich nichts sagen. Oh, warte mal, ein bisschen vorsichtiger hier rum. Ich weiß nicht, wie der Wagen so... Oh, was war das denn? Mist, bin ich da ein bisschen reingeknallt? Hab gerade gesagt, bis jetzt liegt er gut und im nächsten Moment rutscht der Wagen auf einmal ein bisschen weg. Okay, dann doch vielleicht ein bisschen aufpassen, weil man da kommt eine enge Rechtskurve. Gucken, wie eng die ist. Okay, alles klar. Oh, nicht wegrutschen, Auto. Oh, ich glaube, man sollte nicht zu doll einlenken.
Okay. Also der Wagen fährt gut, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man nicht zu doll einlenken darf. Oh oh, nicht wegrutschen. Alles klar. Hä? Oh, jetzt wusste ich gar nicht, wo lang. Ah! Aber anscheinend war das eine gute Entscheidung, wie ich gefahren bin. Okay, hier hat man irgendwie... Ah, halt, 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 halt. Hier hat man irgendwie mehrere Auswahlmöglichkeiten, glaube ich. Oh, das sieht aber ganz schön heftig aus auf der Karte. Okay, es geht aber. Auf der Karte sah es heftiger aus, als es ist. Jetzt habe ich gedacht, da kommen so richtig harte Haarnadelkurven. Das wäre Offroad ja echt ein bisschen mies, glaube ich. Halt nicht so wegrutschen. Okay, das geht. Ich fahre mal lieber ein bisschen vorsichtiger hier. Wie gesagt, ich fahre die Strecke jetzt gerade das erste Mal. Okay, das ist schön offensichtlich. Das heißt, hier kann man schnell fahren. Man sieht, wo es hier lang geht. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ah, okay. Boah, da geht man aber echt Gefahr, dass man wegrutscht mit dem Wagen. Oh, nicht da reinknallen. Okay. Aber ich glaube, so schlecht bin ich bis hierhin gar nicht gefahren. Jetzt rutscht er, jetzt rutscht er. Nein! Ah, jetzt ist er weggerutscht. Habt ihr das gesehen? Auf 40 km/h runter, weil ich weggerutscht bin. Aber nee, das ist mir jetzt egal. Das fahre ich jetzt auf jeden Fall zu Ende. Oh, ist das mies hier hinten. Oh, ist das mies. Egal, das werde ich jetzt auf jeden Fall zu Ende fahren. Und im Livestream vielleicht ein anderes Auto nehmen. Aber ich wollte ihn jetzt halt einfach mal nehmen, weil wir den gewonnen haben. Und weil ich ja auch wissen wollte, wie der so fährt. Ich werde erstmal dann andere Profi-Settings testen, live. Und wenn das auch dann so am Rutschen ist, das Auto, dann werde ich wahrscheinlich hier für die Strecke ein anderes Auto nehmen. Guck mal, er rutscht voll rein. Ich konnte nicht mehr bremsen, also nicht mehr lenken. Zweiter grober Fahrfehler, würde ich mal sagen. Das heißt, wir können uns live auf jeden Fall noch verbessern. Oh, Straße. Ja, jetzt sehe ich nicht, wo es hier weitergeht. Oh, ist das eng. Ist da. Eieiei. Okay, es geht, es geht. Okay, es geht tatsächlich. Oh. Okay. Und da war das Ziel mit 4 Minuten 16. So, schlage 5:26, 4 Minuten 16 bin ich gefahren und dafür gibt es 116.734 Punkte. Ja, das können wir auf jeden Fall noch verbessern mit Windschatten, anderen Profi-Settings oder mit Windschatten und ein anderes Auto. Aber wir lassen das jetzt erst einmal so stehen und gehen dann weiter zum nächsten Rennen und zwar auch ein Rally Raid und zwar ist das mit dem Mob Quicksand Konzept. Und da habe ich natürlich auch den Nitro-Becher drin mit extra Portion und pur. Und das hier sind meine Profi-Settings. So, und dann geht das Rennen auch schon los. Und ich bin das gerade schon mal gefahren. Mir gefällt die Zeit aber nicht. Und ich muss sagen, der Wagen ist für die Strecke echt Mist. Und guckt euch mal Tag an, wie schnell der losfährt. Ich glaube, die haben die Schwierigkeit in den Live-Summits auf schwer gesetzt. Also von normal auf schwer. Es gibt ja normal, schwer und Ass. Und ja, ich denke, die haben das auf schwer gemacht. Und was wollte ich euch sagen? Ich wollte euch sagen, das Rennen ist eher was für Fortgeschrittene. Wenn ihr noch Anfänger seid, gebe ich euch den Tipp, schaut euch das Rennen bis zum Ende an. Und ja, dann skippt zurück und guckt es nochmal und nochmal. Keine Ahnung, von mir aus guckt es 5-6 Mal oder noch öfter. Damit ihr hier die Strecke auswendig lernt. Denn ich kann euch nur den Tipp geben, fahrt auf jeden Fall da lang, wo ich lang fahre, weil ich glaube, ich fahre die kürzeste Route. Und ja, das Rennen ist, wie gesagt, nichts für Anfänger. Es ist kein leichtes Rennen. Ich würde das in Kategorie, ja, wenn ich sagen würde, es gibt jetzt easy, normal, schwer und sehr schwer,
dann würde ich das hier zwischen normal und schwer stufen, aber das ist nur für mich. Für Anfänger würde ich das definitiv auf schwer stufen. So, jetzt aufpassen hier, vorsichtig durch. Wir wollen da hinten zu diesem weißen Strich, der da in den Himmel ragt. Oh nein, nicht wegdrehen, Auto, nicht wegdrehen, nicht wegdrehen. So, wir wollen da über diese weiße Bergkuppe rüber. Da wollen wir rüber. Und der Wagen ist so am Hüpfen. Es ist so ein Mist, ne? So, hier aufpassen, dass wir hier mittig bleiben. So, jetzt hier quer rüber. Hier nehme ich nicht die Sprungschanze. Da fahre ich links dran vorbei. Und dann kommt gleich die Zielgerade. Aber die ist auch nicht besonders leicht. Denn ich fahre nämlich hier rechts rüber. Und im Idealfall... Oh nein, 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 nicht gegen den Berg. Oh, verdammt. Mit ganz viel Schwung und dann links runterspringen. Ja, und ich sehe nichts mehr. Das ist natürlich sehr, sehr geil hier, dass man nichts mehr sieht. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Es ist nicht besonders toll. So, und jetzt bin ich in eine Zeit gefahren von 2 Minuten 6. Also, fortgeschrittene Spieler schaffen das unter 2 Minuten. Und ihr seht mal, für 2 Minuten 6 bekomme ich nur 116.000 Punkte. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen, aber ich will das Rennen im Livestream auf jeden Fall noch auf die unter 2 Minuten bringen. So, weiter geht's mit dem Demolition Derby. Keine Einschränkungen. Und dafür nehme ich den Dodge Charger RT Hemi. Eingebaut habe ich den Nitro-Mischer mit belüftet und pur. Das tut aber nichts zur Sache. Hier geht es nur um Punkte in dem Event. Profi-Settings sehen bei mir so aus. Oben habe ich alles noch voll und den Rest habe ich so. Tut eigentlich aber auch nicht zur Sache, weil, wie gesagt, es geht hier um Punkte machen. Ihr müsst die anderen wegrammen und dann bekommt ihr dafür Punkte. So, und dann geht es auch schon los. Und ja, am besten fahrt ihr das Demolition Derby mit 3 weiteren Freunden, sodass ihr zu viert seid. Denn ich glaube, dass sie die NPCs die Schwierigkeit angehoben haben. Ich glaube, die haben das geändert von normal auf schwer. Weil sonst kann ich mir nicht erklären, dass die NPCs auf einmal alle so schnell sind und ja. So, genau. Und ihr solltet immer versuchen, dann eure Freunde, die sich für euch dann an die Außenkante der Arena stellen, dass ihr die ins Wasser schubst. Weil für jeden zerstörten Wagen kriegt ihr 10.000. Und zusätzlich noch mehrere Punkte für zum Beispiel Zerstörungssträhne und so weiter. So, da habe ich Teftoguide wieder runtergeschubst. Ja, und dann wurde ich hier fast selber runtergeschubst. Da musste ich da ein bisschen aufpassen. Und genau, dann gibt es halt immer wieder hier solche Reparaturbonus und so weiter. Und ja, da bin ich leider dran vorbeigefahren. Das war nicht so cool. Aber ja, passiert halt auch mal. So. Aber das Prinzip habt ihr verstanden. Eure Freunde stellen sich nah am Rand und ihr schubst sie alle raus. Punktebonus, Reparaturbonus, so diesen ganzen Punching-Ball und wie es da alles so gibt. Natürlich alles einsammeln, wenn ihr das könnt. Und da habe ich Teftogain jetzt runtergeschubst und da habe ich wieder Punkte dafür bekommen. Flieg wieder raus. So, am Ende sind es 111.173 Punkte geworden und bekomme dafür 120.490 Punkte. Also, wenn ihr mehrere Leute habt, dann könnt ihr auch mehrere Leute rausschubsen. Bedeutet, ihr bekommt auch mehr Punkte. Also ich denke mal so 180.000, 200.000 sind bestimmt drinne, wenn ihr schnell seid und wenn ihr gut seid. Und dann solltet ihr auch auf die 150.000 Punkte kommen. Aber jetzt geht es erstmal weiter zum Rallycross und zwar mit dem Delta S4. Eingebaut habe ich da natürlich den Nitro-Mischer mit extra Portion und pur. Das hier sind die Profi-Settings. Ich erinnere mich aber nicht mehr daran, wofür ich die eingestellt habe. Ich übernehme die jetzt erstmal so und wenn es passt, dann passt es. So, und dann geht es auch schon mit dem Rennen los und oh, ich sehe gerade, dass meine Folie vorne abgeschnitten ist. Mist, ja, die Folie habe ich auf einen anderen Wagen gemacht und dachte mir, bei dem jetzt hier sieht irgendwie ganz funny aus. Pack die hier auch mal drauf und ja, toll. Ja, ja egal, da muss ich halt nochmal bearbeiten. Vorne die Logos wegmachen oder ein Stück nach hinten schieben. Naja. Egal. Kann passieren. Sollte nicht, aber kann passieren. So, hier quer rüber. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Schön vorsichtig um die Kurve fahren. So.
Mit Abkürzen und so ist hier auch nicht mehr. Die Checkpoints wurden ja alle so gesetzt, dass man nicht mehr abkürzen kann. Warum auch Spielspaß haben, denken die sich, wenn wir den Spielern den Spielspaß nehmen können. Das klingt irgendwie doof, aber ja, weiß ich nicht. So hat man manchmal das Gefühl, ne? Oh, komm schon, rutsch doch nicht so weg, du Wagen, ey. Irgendwie ist der Wagen Mist. So, naja. Die Checkpoints sind jetzt halt mitten in den Kurven. Und wenn man respawnt, dann landet man nicht mehr genau am Checkpoint, sondern irgendwie ein paar Meter weiter hinten. Das heißt, selbst wenn man jetzt schnell da reinfährt, ich weiß nicht, ob es bei jedem Checkpoint so ist, aber bei den meisten ist das so, wenn man im Checkpoint respawnt, dann landet man irgendwie, was weiß ich, 20 Meter weiter vor dem Checkpoint. Und das bringt einen ja nichts. Also, ne? Das heißt, dann fährt man im Prinzip zweimal durch den gleichen Checkpoint. Und das bringt ja null. Jetzt wird das wieder so dunkel und neblig hier. Das ist auch neuerdings hier fast Standard schon in dem Spiel. Aber das ist eine Sache, wo ich sagen muss, es nervt. Es nervt wirklich hart. Dass es ständig immer so dunkel und neblig wird. Das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, das müssen die rausmachen. Sonst verlieren die viele Spieler, glaube ich. Weil irgendwie fühlt sich das so an, als wäre 90% schlecht Wetter. Der Rest, sagen wir mal 90% schlecht, 8% okay und 2% Gutwetter. So fühlt sich das neuerdings an in dem Spiel. Und da war das Ziel. Jetzt können wir da einfach schräg rüber. So, und dann wäre das geschafft. 3 Minuten 49, oh, ich weiß nicht. Obwohl doch 128.000. Ja doch, da bin ich mit zufrieden. Ich habe gedacht, das endet schlimmer jetzt hier. Aber doch, 128.000 sind okay. Ich habe ja immer so das Mindestmaß in diesen normalen Rennern 125.000, aber 128.000 ist deswegen auf jeden Fall schon ganz gut eigentlich. So, weiter geht's mit dem letzten Rennen in diesem Live-Summit und zwar mit dem Monster Truck. Keine Einschränkung und es ist wieder ein Cross-Event. Man fährt eine Rallycross-Strecke mit einem Monster Truck. Und dafür nehme ich den Ford Mustang GT in der Monster Truck Edition. Eingebaut habe ich da den Nitro-Micher mit extra Portion und pur. Und das sind meine Profi-Settings. Oben, das habe ich alles auf voll. Und der Rest sieht so aus. So, zum letzten Rennen in diesem Live-Summit. Und wer am Samstag dabei war, also letzten Samstag, der weiß vielleicht, dass wir das Rennen hier schon mit dem Monster Truck gefahren sind. Halt, ohne das Rennen zu starten, ne? Weil sonst hätten wir ja keinen Monster Truck wählen können. Wir sind hier einfach so gefahren. Und ich habe erst gedacht, das wird hier mit dem Monster Truck eine Vollkatastrophe. Also, ich mag das Rennen, ne? Nicht falsch verstehen. Ich fahre das Rennen ziemlich gerne. Aber ich dachte halt, mit dem Monster Truck wird es eine Vollkatastrophe. Aber es geht eigentlich. Ein bisschen aufpassen, dass man nirgendwo gegenknallt. So, hier ordentlich rum. Und gucken, dass man halt einfach zügig das Rennen beendet. Kann man so ein bisschen quer rüber. So, ordentlich hier rum. Und hier auch. So. Hier auch ordentlich rum. Tut mir leid, wenn ich hier mal so ein bisschen rumräusper oder huste. Ich habe das wegen dem Husten jetzt schon ein paar Mal neu gestartet, aber jetzt fahre ich das Rennen einfach zu Ende. Wenn ich husten sollte, dann tut es mir leid. Ich habe seit ein paar Tagen irgendwie wieder ein bisschen Husten. Hier rum.
ungefähr rüber. Aufpassen. Dass man hier gut rumkommt, auf jeden Fall. Und hier nicht in den Autos hängen bleiben. So, und rum hier. Hier kann man quer rüberfahren. Und dann hier so schräg durch den Checkpoint. Und dann hat man es fast. Wir sind jetzt gleich auf der Zielgeraden. So. Sehr schön. Und nicht so weit ausrutschen. Nein. Komm schon. Krieg dich ein Auto. Ach, Mist. Über 3 Minuten. Jo. Naja. Ich war ein bisschen vorsichtig. So, 3 Minuten. Was haben wir? 8? 9? 3 Minuten 9. Naja, ich war ein bisschen vorsichtig. So, 125.490 Punkte. Das heißt, das sind dann 225.490 Punkte. Weil wir ja für die neuen Aufgaben auch nochmal 100.000 Punkte bekommen. Und dann habe ich jetzt einen vorläufigen Endpunktestand von 1.279.519 Punkten. Bin damit auf Rang 31 und bin damit auch erstmal zufrieden. Auf PlayStation behält man mit 1,28 Millionen auf jeden Fall den Platin-Rang. Auf dem PC glaube ich sogar auch. Und auf allen anderen Konsolen auch. Deswegen, ich denke, als Summit Guide ist das auf jeden Fall fertig. Ja, doch. Ich denke, das ist fertig. Und ich will auch gar nicht mehr so lange drum herum labern. Das Video ist vorbei. 1,28 Millionen knapp. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn du neu bist, dann lass mir doch ein kostenloses Abo da. Folgt mir noch auf Twitch. Dann kannst du mal dabei sein, wenn ich live bin. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bin jetzt erstmal raus und sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Marvin Keno. It's all about humanity.